Ich rufe auf zur nächsten Tagesordnungspunkt 46, Dresden für eine Aufhaltung der Sozial- und Erziehungsberufe. Ein Antrag der SPD-Fraktion, den Frau Frohwieser einbringen wird. Die Fraktionsrunde beginnt dann mit der CDU-Fraktion und es gibt im Rahmen der Fraktionsrunde ein Rederecht für Herrn Herold als Bezirksgeschäftsführer Verdi. Frau Frohwieser, bitte zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, vielen Dank. Werte StadträtInnen, aber vor allen Dingen, falls im Stream uns folgen, liebe Beschäftigte der Erziehungs- und Sozialberufe in der Landeshauptstadt, liebe Eltern. Zunächst einmal vorab, das Streikrecht ist ein hohes Verfassungsgut in unserer Demokratie und es fußt aber in der Regel darauf, dass ArbeitnehmerInnen ihre Rechte, ihre Arbeitsbedingungen erkämpfen müssen, die ArbeitgeberInnen nicht von sich aus immer bereit sind zu geben, nur zieht ein Streik in den Sozial- und Erziehungsberufen eben auch Kinder und Eltern in Mitleidenschaft. Weshalb für meine Fraktion vollkommen klar ist, wir wollen keine wochenlang oder gar monatelang Streikauseinandersetzung. Und deshalb ist für uns klar, und das zur Begründung unseres Antrages, den der Oberbürgermeister despektierlich als entgegen der guten Sitten bezeichnet hat. Jetzt ist er leider gerade nicht da, aber trotzdem, werter Herr Oberbürgermeister, werte KollegInnen, die Sie diesem Antrag die formale Zulässigkeit absprechen wollten. Hierzu hat das Rechtsamt sehr deutlich Stellung genommen. Der Stadtrat ist für die vorgeschlagene Beschlussfassung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen des städtischen Personals in den Sozial- und Erziehungsberufen zuständig. Und noch mal eine kleine Einführung in die Grundlagen der Kommunalpolitik. Wir sind eben als Stadtrat kein Parlament wie ein Landtag oder ein Bundestag in der Legislative. Wir sind Teil der kommunalen Exekutive, der Stadtverwaltung, sowie der Oberbürgermeister und damit eben auch Arbeitgeberin, zum Beispiel für Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen. Übrigens können wir viele Dinge, die jetzt gerade in diesem Tarifstreit Gegenstand sind, auch als Kommune selber anpacken. Darüber haben wir auch schon sehr oft hier gesprochen. Aber am Ende hat es die Arbeitgeberseite jetzt momentan in der Hand, mit einem vernünftigen Verhandlungsangebot jetzt vor der zunächst letzten Verhandlungsrunde eine lange Streikauseinandersetzung zu verhindern. Und dieser gehören wir an. Und ich gehe davon aus, dass im Kommunalen Arbeitgeberverband es sicherlich ähnlich demokratisch zugeht und man über verschiedene Positionierungen, die aus verschiedenen Kommunen in so eine Tarifverhandlung hereingebracht werden, sich miteinander in Benehmen setzt und entscheidet, in welche Position man dort vertritt. Und insofern ja, wir sind nur eine von vielen Kommunen, aber wir wären nicht die einzige, die an dieser Stelle jetzt deutlich sagt, ja, die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich müssen deutlich verbessert werden. Und im Übrigen sind wir als Stadt Dresden doch immer stolz gewesen, uns als die Geburtenhauptstadt zu bezeichnen. Ich finde es schön, wenn wir uns in Zukunft als die Hauptstadt der guten Arbeitsbedingungen in den Sozial- und Erziehungsberufen bezeichnen können. Und wenn der Oberbürgermeister vor dem ersten Warnstreiktag am 8. März die Kita-Amtsleiterin davon pressemedial sprechen lässt, dass es ein ungünstig gewählter Zeitpunkt wäre, ich empfinde das als Stimmung mache gegen hier die streikenden Arbeitnehmerinnen, das ist aus meiner Perspektive unanständig. Und genau deshalb müssen offensichtlich wir als Stadtrat hier auch Position beziehen, was wir für die Landeshauptstadt Dresden wollen, was in diesem Tarifvertrag, in diesen Tarifverhandlungen vertreten wird. Und nun gehen die Erzieherinnen und für den Kollegen der AfD-Fraktion, der sich da üblicherweise nicht mit angesprochen fühlt, ja, auch ein paar Erzieher, im zweiten Warnstreiktag morgen. Und wer hier in der letzten Stadtratssitzung, beim Thema Elternbeiträge noch das hohe Lied auf die gute Kita-Betreuung, die guten Arbeitsbedingungen gesungen hat, der muss eben dann heute auch B sagen und sich bekennen, dass wir hier in Dresden, also wer sich umguckt, immer wieder über den massiven Fachkräftemangel sprechen an Erzieherinnen, an Sozialarbeiterinnen. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit mal auf die Ausschreibung der Landeshauptstadt geschaut. Über wirklich aberwitzige Krankenstände und Überlastungen in den Einrichtungen. Wer hier aus dem Rund kleine Kinder im Kita-Alter oder Enkelkinder hat, wer hat nicht in den letzten Monaten die Aufforderung aus der Einrichtung bekommen, die Kinder früher abzuholen oder möglichst ganz zu Hause zu betreuen, weil es an Personal fehlt. Und die Abwanderung von wirklich tollen, engagierten Fachkräften, die in den Vorruhestand oder in andere Berufe gehen. Darum geht es in dieser Auseinandersetzung jetzt. Das ist das, wofür die Beschäftigten auch unserer Landeshauptstadt aktuell streiken. Und wir sind hier
als Arbeitgeberin nicht nur verpflichtet, sondern meines Erachtens auch als Stadträtin und Stadträte, eben den Eltern, den Familien in unserer Stadt, sagte es eingangs. Wir haben kein Interesse daran, dass es jetzt zu monatelangen Streikauseinandersetzungen kommt. Deswegen braucht es das Signal aus den Kommunen an den kommunalen Arbeitgeberverband, hier jetzt ein vernünftiges Verhandlungsangebot auf den Tisch zu legen. Und ja, ich komme zum Schluss. Es gibt keine Garantie, dass ein Beschluss hier im Dresdner Stadtrat irgendeine Wirkung auf die Verhandlerinnen hat. Aber frei nach Bertolt Brecht, wer es nicht versucht, hat schon verloren. Und lassen Sie es uns gemeinsam versuchen. Gute Kita-Betreuung mit hervorragenden Fachkräften, gute Arbeitsbedingungen und eine große Wertschätzung für die Beschäftigten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Frohwieser, für die Einbringung. Wir starten in die Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU-Fraktion. Herr Dr. Brauns. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, an das, was Frau Frohwieser hier gesagt hat, möchte ich insofern anknüpfen, als ich das schon sehr erstaunlich finde. Es ist ein guter Brauch und es gehört zu dem Funktionieren unseres Staatswesens insgesamt und zu der Gesellschaft dazu, dass die Politik sich aus gutem Grund immer aus Tarifverhandlungen herausgehalten hat, meine Damen und Herren. Und das, was Frau Frohwieser, was Sie hier gemacht haben, ist, Sie haben versucht, in einer Person, in einer Rede auf Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite zu sprechen. Die Probleme, die Sie an dem Fachkräftemangel, das kann schon nicht funktionieren. Und es wird auch in die Hose gehen, um es mal so platt zu sagen. Dass die Fachkräftemangel, alles, was Sie gesagt haben, das weiß jeder, das wissen auch die Arbeitgeber. Niemand hat Interesse daran, aber es kommt darauf an, den sozialen Ausgleich zwischen denjenigen zu finden, die Verantwortung hierfür tragen. Und das sind die Tarifvertragsparteien, und zwar ausschließlich die Tarifvertragsparteien. Wenn Sie meinen, dass die Politik sich auch da noch einmischen will, dann kommen wir zu dem Überstaat. Und den, glaube ich, wollen wir alle nicht, weil wir wissen aus unserer Geschichte, von links wie von rechts, das ist gewaltig in die Hose gegangen. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns da den Anfängen wehren. Deswegen kann es schon, und ich benutze den Begriff mal, aus ordnungspolitischen Gründen muss man diesen Antrag ablehnen, meine Damen und Herren. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, das ist ein typischer Antrag, der nicht gut ist. Der perfideste Feind von gut ist gut gemeint. Und das ist alles. Meine Damen und Herren, deswegen, und da bitte ich auch jemanden, der auf Arbeitgeberseite ist, wenn ich es richtig weiß, auch auf Verhandlungsseite sagt, und das gilt ja auch bundesweit sogar, da würde ich unseren Finanzbürgermeister doch auch hierzu mal zu diesem Antrag um eine Stellungnahme bitten. Das wäre doch wirklich mal interessant zu wissen, was der Finanzbürgermeister, Klammer auf, SPD-Mitglied, Klammer zu diesem Antrag hält. Ich hoffe, Sie haben vorher mit ihm gesprochen. Scheint aber nicht zu sein, sondern wenn Sie mit ihm gesprochen hätten, dann würde es diesen Antrag nicht geben. Da bin ich mir ganz sicher. Deswegen kann man nur sagen, wehret den Anfängen. Wenn man meint, die Politik muss in Tarifvertragsparteien, in die Tarifvertragsparteien zu irgendetwas nötigen, geht es in die Hose. Meine Damen und Herren, ich kann mich da nur wiederholen und bitte lehnen Sie diesen Antrag ab. Wir werden mit anderen Möglichkeiten, ich hoffe, die Tarifvertragsparteien werden es regeln, die Arbeitsstellen so attraktiv zu halten, dass es ist. Und Streik, meine Damen und Herren, ist das natürliche Mittel der Arbeitgeber, der Arbeitnehmerseite, das zu erreichen, was zu erreichen ist. Und deswegen, Streik muss wehtun, das ist überhaupt keine Frage, dann ist das so. Da kann ich und da soll ich und da darf ich nicht eingreifen. Nochmals, bitte lehnen Sie, stimmen Sie dem Ausschussbericht zu, der den Antrag ablehnt. Und dann kommen wir und bleiben bei normalen Verhältnissen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Brauns. Bündnis 90 Grüne, Frau Schanetzki.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Erzieherinnen, Erzieher, liebe Eltern, Familien, Ordnungspolitik, das haben wir gerade gehört, kann manchmal ganz schön wehtun und durchaus unempathisch wirken. Denn das, was Dana Frohwieser ja völlig zu Recht gemacht hat, und es geht mir ganz persönlich auch so, ohne dass ich mich als eine der beiden Seiten fühle, ist ja doch so, dass man natürlich einerseits Empathie und Mitgefühl und eine Perspektive für die Erzieherinnen und Erzieher hat und dass man schon, wenn man ihnen zuhört, sehr genau hört, wo Probleme liegen in der aktuellen Situation, beispielsweise bei den Flexverträgen, dass dann von heute auf morgen plötzlich die Arbeitszeit auf 32 Stunden runterfällt und man da wenig Handhabe hat, sich dagegen zu wehren. Gleichzeitig sind wir natürlich auch Vertreterinnen in diesem Stadtrat und wollen irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Das ist ja alles gar keine Frage. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns schon mit solchen symbolischen Anträgen, und das ist es nun mal an der Stelle, und das ist ja auch völlig okay, dass wir einfach ein Bekenntnis abgeben, dass wir bereit sind, für Qualität zu zahlen. Und um nichts anderes geht es an der Stelle. Tatsächlich den Wert von Kindertagesbetreuung, auch den pädagogischen Wert von Kindertagesbetreuung, nochmal Anerkennung zu zollen und auch zu sagen, uns ist klar, dass uns das auch was kostet und dass es das nicht zum Nulltarif gibt. Natürlich, auch das haben wir bereits in der letzten Stadtratssitzung gesagt, hoffen wir oder setzen wir da auch ein Stück weit auf das Land. Allein sagen wir halt jetzt, wir gehen auch schon in Vorleistung. Wir setzen uns auch an der Stelle schon für bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen ein. Denn so wie es jetzt ist, tragen wir ja tatsächlich selber dazu bei, dass das System nicht funktioniert. Also man könnte ja dem hohen Krankenstand was entgegensetzen, wenn die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie zum Beispiel nicht so schnell krank machen. Letztendlich gilt, was auch in der Pflege gilt, Klatschen alleine reicht nicht. Darum geht es ja heute hier. Es geht darum, quasi auch monetär, auch in den Arbeitsbedingungen, auch in den konkreten Situationen etwas für die Beschäftigten zu tun und letztendlich nur den Oberbürgermeister damit zu beauftragen, dass die Stadt Dresden sich da durchaus bereit und in der Lage sieht. Und da können wir als grüne Fraktion uns durchaus dahinter stellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich rede mal ein bisschen von einem ungewohnten Thema für mich, aber als ich den Antrag gelesen habe, haben sich so sinnbildlich mir die Fußnägel aufgerollt. Wenn Sie sich den Antrag anschauen, werden Sie sofort feststellen, wir sind mitten im OB-Wahlkampf. Und wenn man Punkte im Wahlkampf machen will, dann schmeißt man auch manchmal so gut Sitten und Altbekanntes einfach über Bord. Und das gilt in diesem Fall auch leider für die Tarifautonomie. Und genau das macht hier der SPD-Antrag. Wir haben es ja schon gehört. Ich halte ihn, egal was das Rechtsamt dazu gesagt hat, einfach für unredlich. Ich muss mich schon arg über die SPD wundern, denn gehörten gerade nicht die Gewerkschaften bislang zu ihren politischen Vorfeldorganisationen. Da hatten sie Andersdenkende in dem einen oder anderen Fall offenkundig schon mal sehr schwer. Es ist schon erstaunlich, wenn Sie sich um eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe hier im Stadtrat bemühen, aber gleichzeitig in der Landes- und in der Bundesregierung sitzen. Genau dort könnten und müssten Sie nämlich wirklich etwas für diese Berufsgruppen bewegen. Warum nutzen Sie also nicht Ihren Einfluss auf Bundes- und Landesebene oder auch Ihren Einfluss in den Gewerkschaften? Sie haben ja heute einen Vertreter von Verdi hier zumindest überzeugt, dass er für Sie im Stadtrat spricht. Also müssen Sie ja einen gewissen Einfluss doch schon noch haben. Aber nochmal zurück zur großen Politik. Ich weiß genau, wer im Sozialministerium sitzt, von welcher Partei die Dame ist. Sie wahrscheinlich nicht, ne? Also vielleicht haben Sie es vergessen, keine Ahnung. Fangen Sie doch einfach mal an, etwas für die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu tun. Könnte ja auch Ihre Ministerin machen. Da haben Ihre Parteifreunde an vorderster Front eine einrichtungsbezogene Impfpflicht durchgedrückt und rücken keinen Millimeter davon ab, obwohl das Leben sie längst überholt hat. Stattdessen ziehen Sie jetzt mit Ihrem Antrag indirekt den Eltern der Kita-Kinder über eine mögliche Erhöhung der Elternbeiträge das Geld nochmal aus den Taschen. Sie haben ja vor ein paar Wochen erst eine Erhöhung beschlossen und was Sie jetzt machen mit Eingriff in die Tarifffreiheit und Anheben der Ausgaben,
wird irgendwann in den Kitas die nächste Erhöhungsrunde kommen. Was Sie hier mit Ihrem Antrag planen, ist nicht im Sinne der Landeshauptstadt. Machen Sie lieber Ihren Leuten auf Bundes- und Landesebene klar, dass die Kosten in den Kommunen stabil bleiben, wenn eben von den oberen Ebenen her die Zuschüsse erhöht werden. Denn dort ist der richtige Platz und nicht hier im Stadtrat von Dresden. Investieren Sie doch einfach mal das Steuergeld endlich in unsere eigenen Leute. Sie verteilen es ja lieber in alle Welt, zum Beispiel durch in fragwürdige Waffenlieferungen in Kriegs- oder Krisengebiete. Das sehen wir ja jeden Tag, ne, was so gefordert wird. Aber bei allem, bei aller Kritik hätte ich ja fast vergessen, wir haben Wahlkampf. Und ich weiß auch, dass Sie einen der neun, oder vielleicht sind Sie auch nur acht, wissen Sie ja noch nicht, Oberbürgermeisterkandidaten stellen. Was Sie hier machen, ist Wahlkampf, ist reine Symbolpolitik. Es steht für mich nämlich außer Frage, in den sozialen Erziehungsberufen wird eine sehr wertvolle Arbeit für unser Gemeinwesen geleistet, ja. Aber genauso gut gilt das auch für andere Berufsgruppen. Gerade in einem Niedriglohnland wie in Sachsen haben sehr viele Menschen eine bessere finanzielle Anerkennung ihrer Arbeit verdient. Aber leider Gottes ist auch der Stadtrat von Dresden hier die völlig falsche Adresse. Die Dresdner, und das geht über den Wahlkampf hinaus, erwarten gerade auch von der SPD, die ja, wie ich schon sagte, überall in der Regierung sitzt, reale Lösungen für reale Probleme und weniger leeres Wahlkampfgetöse. Frau Frohwieser, Sie haben ja vorhin extra gesagt, ja, Sie wüssten ja gar nicht, ob der Antrag am Ende irgendwas bewirkt. Na, warum stellen Sie ihn denn? Überlassen Sie es doch den Tarifparteien, einen fairen Kompromiss in Tarifverhandlungen herauszuhandeln. Und damit werden wir dann leben müssen. Auch im Finanzausschuss werden das dann umsetzen. Das muss dann irgendwie im Haushalt. Das ist der normale Lauf der Welt. Aber ich weigere mich, einem Antrag zuzustimmen, der das Ganze jetzt aus irgendwelchen politischen Erwägungen, um bei den eigenen Leuten vielleicht zu punkten oder sonst was, auf den Kopf stellen will. Wir werden auf alle Fälle diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Frau Barkow. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, vorneweg kann ich sagen, dass wir als Linksfraktion uns hinter die in dem von der SPD formulierten Antrag gestellten Forderungen voll und ganz dahinter stellen können. Selbstverständlich braucht es eine Aufwertung der sozialen und Erziehungsberufe. Seit Jahren fordern wir das als Linkspartei in den Gremien, in denen wir sind. Und selbstverständlich ist es auch möglich, dass wir hier im Stadtrat ein Statement abgeben und dass wir eben auch den Oberbürgermeister beauftragen, mit eben genau so einer Botschaft sich in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände entsprechend einzubringen. Deswegen, das ist auch schon in Ordnung, das hier so zu beraten. Am 25. Februar diesen Jahres starteten ja die Tarifverhandlungen. Insgesamt gehören in dem Bereich SOE, Sozial- und Erziehungsberufe, 50 unterschiedliche Berufe. In aller Regel ist natürlich da insbesondere sind die Kita-Tagesstätten mit einem besonders großen Personalumfang umfasst. Genauso aber auch die Kinder- und Jugendarbeit, die Behindertenhilfe, der allgemeine Sozialdienst oder auch die Schulsozialarbeit. Und ja, seit Jahren gibt es hier auch Auseinandersetzungen. Vor etwa 5 Jahren gab es ja auch eine große Welle, um Sozialberufe aufzuwerten. Das ist nur in Teilen geglückt, aber nach wie vor gibt es hier einen massiven Unterschied, wenn man vergleicht, wie beispielsweise Qualifikationen sind, Ausbildungszeiten sind, Studienzeiten sind zu anderen Berufen. Und auch das ist eine Besonderheit der Sozial- und Erziehungsberufen. Es sind überwiegend Frauen, die in diesem Bereich tätig sind. Mitte, also ungefähr 70-80% der Beschäftigten sind Frauen. Das heißt, insgesamt werden wir hier auf jeden Fall dieses Statement in der Form unterstützen, wenngleich wir hier als Kommune natürlich auch als Arbeitgeberin auftreten, aber da natürlich auch angewiesen sind auf die Landesebene, dass hier beispielsweise das Kita-Gesetz geändert wird, dass zum Beispiel eine deutliche Anhebung der Kita-Pauschale vollzogen wird, damit eben die Kommunen Dresden und auch die anderen Kommunen in Sachsen auch finanziell in die Lage versetzt werden, höhere Gehälter zu zahlen, auch bessere Eingruppierungen zu finanzieren, den Personalschlüssel entsprechend der Fehlzeiten
ich sag mal, korrekter darzustellen, dafür braucht es natürlich auch eine finanzielle Ausstattung, die vom Land an der Stelle auch gewährt werden müsste. Nichtsdestotrotz, wir unterstützen dieses Statement, was hier vorgebracht wurde, und stehen auch dafür, dass Sozial- und Erziehungsberufe tatsächlich deutlich aufgewertet werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun zum Rederecht. Herr Herold, bitte. Seien Sie hier vorne herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten ist das Mikrofon für Sie offen. Vielen herzlichen Dank an den ersten Oberbürgermeister. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu dürfen, an Sie alle. Vielen Dank dafür, dass ich heute die Chance habe, nicht für die SPD zu sprechen, sondern für die vielen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, insbesondere den 4.000 Beschäftigten des Kita-Eigenbetriebs der Stadt Dresden. Was ich gerne an dieser Stelle tun möchte, sehen Sie es mir bitte nach, ich kann besser proletarisch als protokollarisch, also mit einem Megafon draußen vor der Messehalle wäre mir das wahrscheinlich etwas lockerer von der Hüfte gekommen als jetzt an dieser Stelle. Trotzdem möchte ich gerne ein paar Worte loswerden, warum ich es richtig und wichtig finde, dass heute hier Sie sich mit diesem Thema so befassen. Für mich stellt sich die Frage vor allem, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass ein Signal an das Mitglied im Arbeitgeberverband gegeben wird, wo die Stadtpolitik möchte, gute Arbeitsbedingungen in den Berufen zu gestalten. Es geht also nicht darum, dass Sie heute Nachmittag, heute Abend mit mir den Tarifvertrag unterschreiben, sondern es geht darum, sehr klar dem Oberbürgermeister den Rücken zu stärken, zu sagen, liebe Stadtspitze, setz dich dafür ein, dass unsere Beschäftigten, die Beschäftigten des Kita-Eigenbetriebes, eine gute tarifliche Struktur bekommen für gute Arbeitsbedingungen. Das ist das zentrale Anliegen. Es geht weiterhin darum, zu sagen, an den Oberbürgermeister und an auch die anderen Bürgermeister, sich darum zu bemühen, die politischen Strukturen auch institutionell einzufordern, die es braucht, um Geldmittel und gesetzliche Regelungen so zu verbessern, dass gute Arbeit, die die 4.000 Beschäftigten im Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen jeden Tag, auch unter Corona-Bedingungen im Moment, mit purem Herzblut und Engagement leisten, dass das gewürdigt wird, dass das anerkannt wird. Es geht nicht darum, dass wir heute gemeinsam den Tarifvertrag abschließen. Es geht darum, dass der Druck auf den Kommunalen Arbeitgeberverband und dessen Spitzenverband, dem VKA, der mit Verdi diesen Tarifvertrag verhandelt, das klare Signal bekommt, die Stadt Dresden möchte eine deutliche Verbesserung der tariflichen Entlohnung. Und am Ende ist es das Signal, was die Erzieherinnen und Erzieher, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von Ihnen auch erwarten, den Rückenwind der Politik für gute Arbeitsbedingungen in der Landeshauptstadt. Und wenn ich gerade die Landeshauptstadt, die sich als solche auch sehr gerne zeigt und sagt, hey, schaut her, was wir Tolles tun, wie gut wir aufgestellt sind, wie wir uns präsentieren als Landeshauptstadt, warum soll nicht die Landeshauptstadt als Vorbild vorangehen und deutlich nachbessern? Dass es Themen und Probleme gibt im Eigenbetrieb, das haben wir offenkundig seit vielen Jahren aufgezeigt. Dazu gehören auch die schon erwähnten Flexverträge, die es nach wie vor noch gibt, wo wir eine sehr klare Haltung haben, dass man das Risiko schwankender Kinderzahlen nicht auf Beschäftigte ablenken darf. Und auch dieser Antrag heute gibt die Möglichkeit, diese Auseinandersetzung deutlich zu verbessern. Und lassen Sie mich am Ende zum Thema Profilieren gerne eines sagen. Und damit möchte ich auch schon zum Schluss kommen und sehr deutlich an Sie appellieren, stärken Sie den Rücken dem Oberbürgermeister, in diesem einen Fall für den VKA klar zu sagen, wir wollen einen guten Tarifabschluss. Signalisieren Sie den Beschäftigten, dass sie Ihnen besonders wichtig sind. Gehört habe ich das in den Wortbeiträgen schon. Und profilieren Sie sich doch einfach alle für die Oberbürgermeisterwahl. Es obliegt ja nicht nur der SPD, einen Antrag einzustellen, sondern es ist Ihre Chance, hier gemeinsam das Zeichen zu setzen, dass Sie sich alle profilieren wollen für die Oberbürgermeisterwahl mit Ihren Kandidaten, Ihren Positionen und guten Arbeitsbedingungen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Herold. In der Fraktionsrunde der FDP-Fraktion. Dann Dissidenten, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Ich gönne jedem Arbeitnehmer, nicht nur im öffentlichen Dienst, jeden Euro mehr und jede Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Aber darum geht es in diesem Antrag nicht. Ich wundere mich ehrlich gesagt doch sehr über den Wortbeitrag des Kollegen Herold. Vielleicht wissen der eine oder andere in diesem Stadtrat nicht, ich war jahrelang Gewerkschaftssekretär beim DGB. Und wir haben uns vehement gegen jegliche Einflussnahme der Politik auf Tarifverhandlungen gewehrt, weil das nämlich das Herzstück der Tarifautonomie ist, dass nicht die Politik willfährig sich einmischt. Und wenn jetzt ein Verdi-Sekretär hier fordert, mischt euch ein. Übrigens, die gleiche Verdi, da braucht man nur im Netz nachzugucken, die sich immer dann, wenn es gegen die Interessen von Verdi ging und sich Politiker geäußert haben, genau vehement dafür ausgesprochen haben, dass dies nicht getan wird, dann ist das einfach widersprüchlich. Es geht also nicht um bessere Arbeitsbedingungen, sondern es geht, da hat Dr. Brauns völlig recht, auch wenn der Begriff Ordnungspolitik kalt klingt, es geht um ein Herzstück unserer Verfassung, nämlich die Tarifautonomie. Und im Übrigen, und da wundere ich mich dann auch, ob wir hier auch wieder in einem Tal der Ahnungslosen angekommen sind, nämlich in der Bundespolitik anerkennt, außer der Linken, die das aus anderen Gründen nicht tun, jeder und auch diejenigen, die sich hier massiv für diesen Antrag ausgesprochen haben, genau diese Tarifautonomie. Ich in einer aktuellen Stunde des Bundestages zur Tarifrunde 2016 haben sich alle Rednerinnen, nicht nur der CDU, sondern auch der Grünen und der SPD, gegen eine öffentliche Einmischung in die Tarifverhandlungen ausgesprochen. Ich zitiere aus dem Archiv des Deutschen Bundestages, Zitat, auch der SPD-Abgeordnete Mahmut Özdemir verwies auf die Regelung des Grundgesetzes, wonach jede politische Einflussnahme auf Tarifverhandlungen zu unterbleiben habe. Die Neutralität der Politik werde auch nicht durch die Tatsache gebrochen, dass der Innenminister Teil der Verhandlungsrunde sei. Also bitte anerkennen Sie, dass es hier rechtliche, verfassungsrechtliche und auch ordnungspolitische, so kalt der Begriff auch sein mag, Gründe gibt, auf keinen Fall diesem Antrag zuzustimmen. Ich gestatte mir aber auch einen zweiten Aspekt zu nennen. Was für ein Signal für andere Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist denn eigentlich dieser Antrag? Der Stadtrat macht sich dafür stark, dass für bestimmte Gruppen mehr Einkommen herauskommen soll. Welches Signal ist das denn für die anderen Beschäftigten? Sind Reinigungskräfte, Müllmänner und Frauen, Pförtnerinnen und Pförtner oder andere Beschäftigungsgruppen uns als Stadtrat egal? Das muss es doch bedeuten, wenn wir uns für eine Gruppe stark machen. Und Frau Schanowski, sie hat ja im Grunde genommen auch interessant einen Punkt genannt, wo wir als Stadtrat wirklich eine Möglichkeit gehabt hätten, nämlich diese an die Flexverträge heranzugehen, was im Übrigen sogar ein Begleitbeschluss zum letzten Haushalt war. Dazu sehe ich an dem Antrag aber nichts. Also da, wo wir Gestaltungsraum hätten, schweigen wir, um uns dann sozusagen einen schlanken Fuß zu machen, in die Tarifverhandlungen einzugehen. Ich kann nur Folgendes sagen, Finger weg von der Tarifautonomie, und der Stadtrat möge sich bitte um seine Aufgaben kümmern und die anderen Sachen Sache der Tarifpartner bleiben zu lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmelig. Als nächster Redner für die Freien Wähler, Herr Nitsche, der auch Frau Dagen übernimmt das. Frau Dagen spricht dann auch zum Ersetzungsantrag. Ja. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, aufgrund der Erkrankung unseres bildungspolitischen Sprechers obliegt es mir also jetzt, unseren Ersetzungsantrag A03421 einzubringen bzw. die mündliche Begründung nachzuliefern. Meines Erachtens nach müsste Ihnen der Ersetzungsantrag vorliegen. Im System ist er auf jeden Fall eingestellt und ich will es auch ganz kurz machen. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Bereich der Sozial- und Erziehungsberufe müssen einheitlich im ganzen
diesem Freistaat erfolgen. Darüber sind wir uns ganz bestimmt einig. Denn sonst droht eine unsolidarische Bevorteilung der größeren, nämlich der finanzstarken Kommunen gegenüber dem ländlichen Raum. Die finanziellen Voraussetzungen, das haben wir gehört, zur Erfüllung der Forderung liegen allerdings bei der Staatsregierung. Das hat der Stadtrat mit Beschluss der Vorlage 0302 am 24. März 2022 zur letzten Stadtratssitzung bestätigt. Die Staatsregierung wird im Übrigen, und auch das wissen Sie, im Sächsischen Landtag von Fraktionen getragen, die auch im Stadtrat diesen Beschluss mitgetragen haben. Insoweit erscheint der Erfolg dann auch realistisch, sollte es keine innerparteiliche Differenz geben. Insofern, liebe SPD, ich finde das sehr lobenswert, dass Sie als Stadtratsfraktion an das Wahlprogramm Ihrer Partei zur Landtagswahl 2019 erinnern. Stimmen Sie also unserem Ersetzungsantrag zu und machen wir gemeinsam der Staatsregierung Beine. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Damit ist die Fraktionsrunde absolviert. Weitere Wortmeldungen sehe ich noch. Frau Frohweser zum Schlusswort. Weitere sehe ich nicht. Also Frau Frohweser, bitte das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Wow, manche Kollegen sollten hier echt mal ein bisschen abrüsten, auch wenn das Wort zurzeit mehrdeutig ist. Aber ich fange mal von vorne an, Herr Dr. Brauns. Ja, genau, es geht um sozialen Ausgleich an dieser Stelle, in dieser Tarifauseinandersetzung. Worum es aber gerade hier nicht geht, das gilt sowohl Richtung Dr. Brauns als auch in Richtung des Kollegen Schmählich. Herr Dr. Brauns hat gesagt, es geht darum, hier jemanden Tarifparteien zu nötigen. Wow, harter Tobak. Und Kollege Schmählich hat groß aus Bundestagsreden zitiert und den Eingriff in die Tarifverhandlungen quasi als böses Monster an die Wand gemalt. Darum geht es bei diesem Antrag überhaupt nicht. Also erstens mal wird keine Tarifpartei genötigt, sondern wir als Stadtrat tun das, wofür wir als Stadtrat zuständig sind. Wir beauftragen den Oberbürgermeister, eine bestimmte Positionierung dieses Stadtrates auch zu vertreten, in dem Fall dann eben auch in den Kommunalen Arbeitgeberverband einzubringen. Und nein, Herr Schmählich, das wissen Sie doch ganz genau. Wir sind eben nicht der Bundestag und auch nicht ein Landesparlament und wir mischen uns auch nicht in Tarifverhandlungen ein. Wir beauftragen unseren Oberbürgermeister. Wir sind eben kein Parlament, das hatte ich doch am Anfang gesagt, was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ich glaube, Sie wissen es auch ganz genau in diesem Sinne. Und wir mischen uns in diese Tarifverhandlungen, nochmal gesagt, nicht ein. Wir beauftragen unseren Oberbürgermeister im Kommunalen Arbeitgeberverband eine bestimmte Position zu vertreten. Der Wahlkampfauftritt der AfD war schon beeindruckend. Also es geht hier gerade um eine Auseinandersetzung in den kommunalen, in dem Fall kommunalen Kitas. Und hier wird von Waffenlieferungen, Impfpflicht, Pflegeberufe, Niedriglohnland, alles zitiert, aber nichts zum Thema gesagt. Und im Übrigen, kleiner Hinweis, das Sozialministerium ist für diesen Bereich der Kitas nicht zuständig, das ist das Kultusministerium. Und nein, wir ziehen eben den Eltern nicht das Geld aus der Tasche. Deswegen haben wir so lange um die neue Elternbeitragssatzung gerungen, dass wir ein Modell finden, das auch Kostensteigerungen, die zum Beispiel mit Tariferhöhungen einhergehen würden, ausgeglichen werden und durch das Absinken der Prozentsätze eben nicht bei den Eltern ankommen. Und zu dem Ersetzungsantrag der Freien Wähler, Sie haben es ja sogar richtigerweise zitiert, genau das haben wir am 24.03., ich glaube, der Punkt war am 25. dran, da bin ich mir nicht ganz sicher, hier im Stadtrat schon beschlossen. Jetzt hätten Sie es gerne als Änderungsantrag einbringen können und noch mal hinten dranhängen. Da würde ich mich immer noch fragen, wenn wir es in der letzten Stadtratssitzung schon beschlossen haben, warum sollen wir es in dieser Stadtratssitzung noch mal beschließen, aber Sie stellen es als Ersetzungsantrag zu einem völlig anderen Thema, weil nein, na völlig einig, wir sollten in ganz Sachsen da einheitliche Bedingungen haben, aber darum geht es hier gerade gar nicht. Es geht um eine bundesweite Auseinandersetzung und um bundesweite Regelung. Und Kollege Schmählich, wir könnten die Flexverträge anfassen und dazu schweigen wir, ganz im Ernst. Haben Sie das hier vorne wirklich gerade eben gesagt? Ich glaube, dazu schweigt der Stadtrat und schweigt insbesondere meine Fraktion überhaupt nicht. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Kollegen alle auch die Anfrage mit unterschrieben haben. Es müssen ja mindestens ein Fünftel des Stadtrates gewesen sein, nachdem der Oberbürgermeister sich geweigert hatte,
die Anfrage zu beantworten, wie es eigentlich um den Umsetzungsstand dieses Auftrages, den Sie zitiert haben aus dem Haushaltsbeschluss, steht. Inzwischen haben wir es beantwortet bekommen. Inzwischen ist auch in der letzten Ausschusssitzung der Zwischenstand berichtet worden. Also ich glaube, Herr Schmählich, wir schweigen dazu. Das denke ich nicht. Aber das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, wo wir auch als kommunale Stadträtinnen und Stadträte unseren Einfluss geltend machen können. Und zur Frage vom Dr. Brauns, ich fände es ja schon gut, wenn man auch vor der Stadtratssitzung die Stellungnahmen der Verwaltung lesen würde. Also vielleicht sagt Dr. Lames dazu auch noch mal was. Er hat es aber selber unterschrieben. Insofern, warum sollte er jetzt was anderes sagen? Stellungnahme vom 18. März 2022. Ich glaube, ich schaffe in der verbleibenden Redezeit nicht die komplette Stellungnahme vorzulesen. Aber sie beginnt mit, es war in der Ältestenratssitzung erfragt worden, erbetene rechtliche Prüfung des oben genannten Antrages ergab keine rechtlichen Bedenken. Formelle Bedenken bestehen im aktuellen Verfahrensstadium nicht. Der Stadtrat ist gemäß § 28 Absatz 2 Sächsische Gemeindeordnung für die vorgeschlagene Beschlussfassung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen des städtischen Personals in Sozial- und Erziehungsberufen zuständig. Die nächste Sitzung des Stadtrates, da geht es um das Thema Eilbedürftigkeit. Und der vorgeschlagene Beschluss wäre, soweit ersichtlich, auch materiell rechtmäßig, zwar sind die voraussichtlichen Folgekosten nicht beziffert, etc., aber es geht darum, die Kosten im Haushaltsplanentwurf 2023, 2024 zu berücksichtigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Frohwieser. Wir kommen damit zum Abstimmungsverfahren. Wir haben zunächst den Ersetzungsantrag der Freien Wähler, den ich zuerst abstimme, und danach den Bericht des federführenden Ausschusses jedenfalls. Ich rufe zunächst den Ersetzungsantrag Freie Wähler zur Abstimmung und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 13 Ja-Stimmen, 38 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Bericht des federführenden Ausschusses. Wenn Sie dem Ausschussbericht die Zustimmung erteilen, lehnen Sie den Antrag inhaltlich ab. Ich rufe damit den Ausschussbericht zur Abstimmung. Bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Ausschussbericht zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser hat bei 33 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen und einer Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 46 absolviert. Und wir